Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Walking Dead Episode 4. Ja, hier habe ich gerade ein PC gefunden. Vielleicht hilft uns das weiter. Ich glaube nicht. Was abgeschlossen ist. Weiteres Tape habe ich immer noch nicht gefunden. Sehr, sehr eigenartig. Ich weiß ja eigentlich nicht mal, wo ich jetzt noch suchen soll nach einem weiteren Tape. Das ist irgendwie... Viele werden sich denken, ach du meine Güte, wieso siehst du das die ganze Zeit? Schau noch mal da rein. Des Arztes. Vielleicht sollte ich noch mal rausgehen. Vielleicht finde ich draußen noch irgendwas. Kann das sein? Und ich weiß, manchmal habe ich da so meine Probleme, Ortschaften zu erkunden, aber ja. Vielleicht sollte ich echt noch mal rausgehen. Das ist vielleicht die bessere Methode. Scheiße, das weiß ich nicht mehr, wo es da rausgeht. Hier lang. Ja, genau. Hier geht's raus. Wow! Verdammte Scheiße! Was machst du da? Ups! Was ist denn jetzt? Wer war denn das? Nicht gut, nicht gut. Nein, nein. Böse. Ganz böse. Hallo. So. Was hat er denn da? Das ist definitiv der Guy. Was ist das Typ zweifellos, ja? Was ist das, Logan? Vielleicht hat der noch ein Tape bei sich. Ah! Volltreffer! Weiteres Tape. Guck an. This might be just what we need. What's this? Looks like some kind of code. But Vernon said the safe combination was only 4 numbers. Oh. Shit. Time to go. Yep. Zeit zu gehen. So, na bitte. War es ja doch eine gute Idee, dass ich draußen nochmal nachgesehen habe. Jetzt werden sich wahrscheinlich viele Leute denken, ja klar, draußen. Nachsehen, du Affe. Naja, ich bin halt etwas schwer vom Begriff manchmal und denke halt etwas zu kompliziert, aber habe ich wenigstens ein weiteres Videoband gegeben. That's the day after the first one we watched. Put it in. Gut. Schauen wir es uns mal an. Have you made a decision? I thought you said I didn't have a choice. Well, technically you do. You can terminate the pregnancy or leave Crawford. Of course, that would be a death sentence for both you and your unborn child. Maybe that's best. I stayed up all last night thinking about this. Why are we even trying to survive? To keep on living, if this is what it takes? If
This is what it's turned us into. I don't make the rules, Anna. Doctor, I'm begging you, please help me. Maybe one day, when things are different, you can try again. But for now, today, we have to do this. Oh, okay. No. 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 Erklärt vieles. Schon gesehen, so. What happened to Crawford? More importantly, we got the combination. Was ist nur los? Krista, are you all right? What's wrong? It's nothing. That was just hard to watch. Don't worry about me. I'm fine. All right. Let's get those meds and get the hell out of here. We're in business. Na bitte. Antibiotics, morphine. Take as much of this as we can carry. Okay, I think we're good. This is more than enough for your people and mine. Let's go. You go on ahead. I want to make sure we didn't miss anything. I'll be right behind you. Don't take too long. Gut. Haben wir das auch erledigt? Wieder raus. So. Jesus Christ! Whoa. Oh, you scared the shit out of me. Okay. Where the fuck have you been? Sightseeing. Holy. I'll take that battery now. Oh! Yeah, about that. Was ist denn? Sag bloß, du hast I'm just kidding. Molly. Muss mich wahnsinnig, Here ey. You go. Das war mich witzig. What's that? Nothing. Oh. Sure there's nothing you want to tell me? Yeah, I'm sure. Are we done? What the hell? I think that's our cue to get the hell out of here. Oh, Jesus! Ben! Sorry. I just got spooked by those bells, and then I heard someone coming. What the fuck are you doing out here? Kenny and I still can't get the door open to the armory. He sent me out to look for something we can use to bust it open. I found this. Alter, nein, oder? Where did you get that? I just found it. It was stuck in the door handle at the end of the hallway back there. Alter, du Vollidiot! Shit! Du Spacko, du! Merkst du denn nicht, dass da Zombies draußen herumstehen? Alter, der macht mich wahnsinnig, der Typ, ey, verdammte Scheiße. Lee, shoot this fucker! Thanks. Ja, schön. Going, kid. Nice shot. Wow. Nice one. Clementine, du bist super. Herrlich. What the fuck is going on? They're coming. Alter. Oh, shit. That ought to hold them. Sure, but now how do Bang we get out? Through the armory. We can just get this damn door open. Come on, damn you! This is my fault, all my fault. What the hell's he babbling about? Ben, we talked about this. No, wait. I want to know what he meant. What do you mean this is all your fault? Kenny, I'm so sorry. I'm so sorry, man. Kid, this ain't the best time. Whatever you did, save it for later. Ben. Shut the fuck up! Fuck you, Lee! I can't do this anymore! It's been me all along, putting all of us in danger. Katja and Duck, it was all me. It was all me. Wait a minute. What are you saying? It was me who made the deal with the bandits at the motor inn, slipping them supplies. I thought maybe I could keep them off our backs. When it got discovered, that's when they attacked. And that's when Duck...
Oh, nein, nein, halt dich zurück. Halt dich zurück. Kim, enough. Calm down, man. You little pissant. You're fucking dead. You hear me? Dead. My wife and child. You gotta both fucking kill. Kim, I said calm the fuck down. Nice group you got here. Not the time, Molly. If this asshole thinks he's getting on my boat after what he did, he's out of his motherfucking mind. You hear me, shitbird? You can stay behind and fucking rot! Kenny, we'll sort this out later, after we get out of here, okay? Ain't nothing to sort out. I just told you the way it's gonna be. The boat's not big enough for all of us. Somebody's gotta get left behind. Might as well be this piece of shit right here! Well, I vote we leave him. I'm sorry, Ben. I know you mean well, but all I want to do is get back to Omid, and you put that at risk. Wait, don't I get a vote? Of course you do. Ben's nice. He's my friend. We don't leave friends behind. That's my vote. On second thought, I think I'm gonna abstain. Lee? I've seen enough of Crawford to know that becoming like them is the beginning of the end. I vote Ben stays with us. What about the rest of us? Don't we get a second? Hey! Huh? Oh, Scheiße. Oh, Gott. Now can we go? Damn right. Burn, come on. Nee, nicht schon wieder. Er ist noch ein Tod. Oh, Gottchen. So much for the armory. What's left of it? A few rounds. That's it. You didn't close that door behind us? I couldn't. The lock was busted. Great. Just fucking great. Come on. There's gotta be a way out down here. Guten Tag, Leute. Back upstairs. Lee, look. Oh, Knarre, sehr schön. Oh, Notflinte. Nee. Okay. Ging ja viel zu schnell, als ich erwartet habe. Christa, gut. Danke dir. Oh, Pep! Und Piste. Oh, du. Oh, noch! Und da. Und du ebenfalls. Was machst du da? Und du kriegst einen Schädel rein. Ja, und da. Nein. It's all right, I'm fine. Any way out of here? This leads to the roof. We might be able to find a way down from there. You didn't come into town from the railroad, did you? Yeah. Why? Never mind. I can see the sewer where we came in from here. I think we can do this. Well, what are we waiting for? Go, go! Okay. Alles da. Alle.
voll lustig an. Oh nee. Wow. Der hängt an der Glocke. Alter. Da. Oh oh. Nein, nein. Climb up. Come on, you can do it. There's no time. You have to go now. Quit fucking around, Ben. Come on. Let go, damn it. Get Clem and the others out of here. Lee. Oh, Mann, ey. Das ist eine schwierige Entscheidung. Lee, we both know. Wir lassen uns nicht. Let me go. Clementine zuliebe. Komm rauf, du. Deine Gruppe muss zusammenhalten. Scheiß drauf, was du gemacht hast. Schnell wieder verziehen. Clementine zuliebe. Krista? Everything okay? Oh, me! Was, ist er tot? Alter, sagt nicht, dass er... Krista, don't! Stay back! I never should have left you. I'm so sorry. Krista, get away from him! Oh, Mann. Hey. Back already? Boah, ey, der hat ja nur geschlafen. We got you medicine. Good. Das ist gemein. Das ist richtig gemein, ey. Richtig gemein. You okay, kid? You look worse than I do. We almost didn't make it out of there because of this asshole. Should have left him behind when we had the chance. Guys, what the hell happened out there? Let someone else tell you. I got work to do. Okay, with a little luck, you should start feeling better pretty soon. I'll stay here for a few more hours to check on him. Let me know if you need anything. Thanks, Doc. Yes, thank you so much. Maybe now's a good time for you and me to have a little talk in private. Listen, man, about what happened to Bree. Don't beat yourself up over it. There was nothing you could have done. You want to know the worst part? What? I don't feel much. I mean, I don't feel enough. Shouldn't I be broken up over what happened to her? That's how I was when I lost my daughter. When I lost my friends in those first few weeks. But now, it's like I just take something like this in stride. Like this is what our world is now, and we'd better just get used to it. What did you want to talk to me about? I know you care about Clementine. Anyone can see that. And I know you want what's best for her. But this plan of yours, putting everyone on a boat with no destination, do you really think that's her best chance of finding somewhere where she can be safe? Because I don't. So I want to make you an offer. What kind of an offer? I'll take her off your hands, take her back with me, to my people. We're well supplied, well hidden, and a lot of us have had kids of our own. And now Crawford's fallen, we got nothing left to fear from them. She'll be safe with us. Safer than she will be if she stays with you, I promise you. That's what you want for her, isn't it? To be safe? I'm gonna pretend you didn't say any of this and give you a chance to walk away, which you ought to do right now. I know you think you're doing what's best for her. And if you were her real father, we wouldn't be having this conversation. But you're not. And staying with you is not what's best for her. If no one else around here will tell you that, then I will. That little girl's in my care. We've been through more together than you can imagine. Anyone who tries to get between me and her, anyone, is gonna wind up dead. You hear me? Take your hands off me.
Weil stimmt, wir haben mehr durchgemacht als er. Daher, wir kennen Clementine schon viel zu lang. Seit der ersten Episode, seit der ersten Folge. Daher, sie bleibt weiterhin bei uns. Sie kann es nützlich sein. Hey, going somewhere? Yeah, I'm about to head out. I just wanted to say thanks for everything. It's been fun. What are you talking about? Kenny's working on the boat right now. Thought you were coming with us. God knows you earned it. Yeah, I've been thinking it over. It's not for me. Sounds like it'd be pretty crowded, and I never did like the water. You sure about this? I'm sure. I've always done better on my own, anyhow. Listen, I'm not much for goodbyes. Tell the others for me? Sure. You take care of yourself, Molly. You too, Lee. Jetzt sind wir doch ein bisschen sympathisch, aber... And you be sure to take care of that little girl. You know she thinks the world of you. Good luck. Ain't nothing to do with luck. Schade, dass sie nicht mit uns kommt. Jetzt wird sie richtig nett. Hey, sweet pea. Kenny's working on the boat. I know. What are we going to do after he fixes it? Where will we go? Someplace else. Someplace better. Clem, honey, what's wrong? Is Ben going to be okay? He doesn't seem the same since he got back. Ben's a good kid. I think he's just feeling guilty about some of the decisions he's made. He's gotten to feeling like he's a burden on the rest of us. Before we leave tomorrow, will we have time to look for my parents? Sure. We'll look before we leave. Really? You'll take me to Crawford so we can look? I knew you didn't really mean it. Einerseits wäre es schlecht gewesen, vielleicht ihr zu sagen nein, weil dann wäre sie erst recht enttäuscht gewesen. Dagegen haben wir es dann eben mit einer Lüge versucht, ne, obwohl das auch nicht wirklich die richtige Entscheidung ist, eigentlich kleine anzulügen, ne, weil ich bis jetzt immer die Wahrheit gesagt habe. Ach Gott, ach Gott. Clementine? Clementine! Oh, God. Uh-oh. Was war in der Mitte da? Thank you.
Alter! Verschwinde. Blöde Muskeln. Boy. Oh, Scheiße! Oh nein. Das kann doch wohl nicht wahr sein, oder? Ja, an dieser Stelle hat mir wohl YouTube einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Tut mir leid, Leute, dass ihr ab diesem Moment leider keinen Ton hört, beziehungsweise für die nächsten 3 Minuten, denn YouTube hat mir leider Gottes einen Strich durch die Rechnung gemacht. So sieht's aus. Ja, die Japaner haben sich beschwert, dass ich angeblich Musik von Dritten verwende, die hier in dieser 3 Minuten Szene vorkommen soll. Ja, ich habe es mir angesehen und tatsächlich, es ist leider Musik aus Japan und die Japaner beschweren sich ja gern über etwas, was ihnen nicht passt. Und ja, daher tut es mir auch furchtbar leid, dass ich euch diese Szene jetzt leider mit meinem Gequatsche versauen muss. Ihr könnt ja stattdessen auch die ganzen Untertitel lesen, die sind ja sowieso auf Deutsch. Und ja, ihr hört leider nicht die ganzen Stimmen der Leute, das tut mir auch furchtbar leid. Aber wie gesagt, YouTube und die Japaner haben ja da leider einen Strich durch die Rechnung gemacht, indem sie mir gesagt haben, ja, hier ist Audio von Dritten verwendet worden, da hat sich Japan beschwert und so und bla bla bla. Jetzt habe ich mir gedacht, ich möchte nicht das ganze Video stumm haben, und weil die hätten mir das ganze Video auf stumm geschalten und wollte auch keinen Song oder sowas einfügen, weil dann hättet ihr die ganze Zeit nur diesen Song ertragen müssen und hättet das Video, das 15 Minuten Video hier oder diese 3 Minuten Stelle quasi nur ein Lied gehört. Oder eben das ganze Video, wenn das auf stumm gewesen wäre, dann hätte ich irgendwie Musik einbauen müssen und das wäre ganz schlecht gewesen. Naja, wie dem auch sei, es tut mir furchtbar leid nochmal, dass mir YouTube hier leider einen Strich durch die Rechnung machte, aber ich hoffe, dass es jetzt in den nächsten Let's Plays nicht vorkommen wird und dass sich hier keiner beschwert, weil sonst habe ich echt das Problem, dass ich jedes Mal irgendeine Stelle vielleicht im Video dann auf stumm schalten muss und dann das Ganze überquatschen muss und so, nur weil Musik von Dritten drinnen ist und bla bla bla. Naja, das Video ist auch nicht monetarisiert, das heißt, es wird auch gar keine Werbung geschalten, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Daher können die eigentlich auch nicht wirklich viel anrichten, außer dass sie mir sagen, ja, da ist Musik von Dritten verwendet worden und wir könnten das Video auf stumm schalten. Aber das will ich eben nicht, deswegen habe ich mir gedacht, okay, diese eine Stelle, wo das eben vorkommt, werde ich rausschneiden und werde das Ganze dann mit meinen Kommentaren neu vertonen. Und ja, tut mir furchtbar leid und ja, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Und ja, bis dahin, ja, bleibt mir nur mehr eins zu sagen, schaut euch den Rest an, denn der ist wieder mit Ton. Also dann Leute, macht es gut und tschüssi, Kowski. Looks like they got out of here in a hurry. Vernon, get out here! There doesn't have to be any trouble here. All I want is the girl. Give her back and nobody needs to get hurt. Okay. Keiner meldet sich.
Oh. Okay. Das sind schon die nächsten Zombies unterwegs. Ja, wundervoll. Sieht sich das mal einer an, was das für eine Horde von Zombies ist. Oh oh, kennt mich bereit. Clementine, are you alright? Where are you? Vernon, you son of a bitch! Tony! Who is this? It's not Vernon, if that's what you're thinking. And you should really watch your tone. Clementine's fine. But if I were you, I'd choose my next words very carefully. Oh, ho, 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 ho. Scheiße. Scheiß die Wand an. Oh Gott, Alter Schwede, ist das spannend. Oh nee. Ah, oh, das ist ja gemein. Das ist richtig gemein jetzt. Oh nee. Puh. Okay, der Junge auf dem Dachboden. Hast du den Jungen auf dem Dachboden erschossen oder nicht? Du und 74% der Spieler haben ihn selbst umgebracht. Hippokratischer Eid. Hast du Vernon belogen oder bedroht? Ah ja, genau, das war der Zeitpunkt, wo ich auf einmal da reingestürmt bin, wo die drei da standen, die Bree, der Vernon und sein Sohn. Du und 73%, also nee, Blödsinn. Du und 33% der Spieler haben ihn angelogen oder bedroht. Okay. Allein zu Hause. Hast du Clementine mitgenommen? Ja, genau. Da war die Entscheidung, ob ich sie umiet lasse oder ob ich sie mitnehme. Ich und 73% der Spieler haben sie mitgenommen. Na, sehr schön. Genau richtig entschieden. Wem die Stunde schlägt? Hast du Ben in den Tod stürzen lassen oder nicht? 66% der anderen Spieler haben ihn auch aufs Dach gezogen. Na wunderbar, genau richtig entschieden. Und Zeigen des Bisses, hast du der Gruppe den Biss gezeigt? 80% der Spieler haben den Biss gezeigt. Mit mir inklusive. Na sehr schön, hat sich ausgezahlt. Vieles sogar richtig entschieden. Wer begleitet Lee? 40% Krista und Meat und Ben. 11% haben Krista und Omid genommen, 13% Omid, Kenny und Krista, 10% Ben und Lee, 12% Ben, Lee und Kenny, 16% Omid, Ben, Lee, Kenny und Krista, also alle, 6% haben sich alleine entschieden, nur für Lee, und 13% oder sind das 18? 18% glaube ich. Ja, 18% für Kenny und Lee. Naja, habe ich mich wohl für die 14% entschieden. Das heißt, ich bin bei den 14% dabei. Omid, Chris und Ben, weil Kenny sich ja dagegen entschieden hat. Aber ja, was soll's. Ja Leute, das war The Walking Dead Episode 4 hinter jeder Ecke. Jetzt weiß ich nicht den Titel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall in Episode 5 wieder. Ich hoffe mal, dass ihr alle wieder einschaltet. Und ja, es ist total spannend jetzt. Ich weiß ja nicht, was jetzt noch auf uns zukommt, nachdem ja Lee gebissen worden ist. Also das ist ja echt heftig. Heftig, oh Gott. Kann auch nicht mehr reden. Ist ja mittlerweile schon 2:30 Uhr morgens. Ja, ich nehme mitten in der Nacht bereits auf. Ist auch schon cool. Ja.
Ich weiß halt, wie gesagt, nicht mehr, was jetzt passiert, und ja, ich bin total gespannt auf den fünften Teil, wie das Ganze enden wird. Und ja, bitte spoilert nicht in den Kommentaren oder sowas, wenn ihr mir Kommentare hinterlassen solltet, bitte spoilert nicht, denn ich möchte das Spiel auf jeden Fall selbst auch durchzocken, ohne Spoiler und all drum und dran. Ihr könnt mir aber gerne Fragen stellen auf Facebook, auf Twitter, da bin ich natürlich auch online, ne, werdet ihr regelmäßig reinschauen. Und ja, ich packe es auf jeden Fall auch wieder in die Beschreibung, genauso wie in den anderen Folgen von The Walking Dead mittlerweile. Und ja, ich danke euch fürs Zusehen und ja, bis dahin, bis zur nächsten Folge von The Walking Dead, bis zur allerletzten Episode mittlerweile. Und dann kommt ja noch der DLC, glaube ich, 400 Days, also 400 Tage. Den werde ich auf jeden Fall auch noch durchzocken, weil der hat ja etwas mit Season 2 dann zu tun, die ja auch jetzt im Herbst kommen soll. Alles gut, Leute, bis dahin, macht es gut und tschüssi, Kowski, und danke fürs Zusehen.